3 gegen 3 jetzt. Junuzovic, Linz und Jun sind vorne. Und da kommt Stankovic mit auf der linken Seite. Hat viel Raum. Wird nicht gerade freundlich behandelt von seinen Ex-Fans. Junuzovic, und er ist drinnen. Alles Gute zum Geburtstag. Zlatko Junuzovic in der 30. Minute. Macht er sich sein Geschenk selber. Stankovic noch nicht ganz genau, aber dann spielen die Grazer den Ball nicht weit genug weg. Junuzovic zieht ab und der wird noch ganz gefinkelt abgefälscht. Pech für die Grazer. Da hat er keine Chance, Christian Grazer. Hier sieht man es schön. Jetzt den Körperschwung hier aufzukommen. So, und jetzt ist es soweit, wie es ausschaut. Mario Haas macht sich bereit, hier eingewechselt zu werden für Sturm Graz. Darf also heute sein 400. Bundesligaspiel feiern. Könnte mir vorstellen, dass er das nicht mit einer Niederlage gegen die Wiener Austria feiern will. Aber noch ist ja etwas Zeit für die Grazer. Junuzovic, was für ein Schuss, was für ein Tag für Zlatko Junuzovic. Mit ein bisschen Glück, aber wunderschön gemacht. Ein herrliches Zusammenspiel mit Jung. Sieht, dass er Platz hat, dass er den Schuss zum Tor anbringen kann. Ganz kurz aufgeschaut, Maß genommen, zieht ab und ein Traumschuss, ein Traumtor. 2:0 für die Wiener Austria. Zwei Geburtstagsgeschenke für sich selbst. Zwei Tore für Zlatko Junuzovic, der bisher heuer in dieser Meisterschaft noch ohne Treffer war. Und ausgerechnet an seinem Geburtstag trifft er zweimal. Ist schon eine schöne Geschichte. Und da ist er jetzt, der 400. Bundesligaspielemann. Mario Haas, der drittmeistspielende Sturm Grazer in der Geschichte dieses Vereins.